Hallo Leute, heute fangen wir mal ein bisschen anders an. Der Markus macht die Ansage. Jo Leute, willkommen beim Team Smolik. Bei uns geht es heute um das Thema K.O.-Kicks im Kickboxen. Deswegen habe ich mir den K.O.-King-Boost persönlich hier zur Seite genommen. Michi, erklär doch mal, was ist ein K.O.-King? Ganz lustig, wie er erst kurz geschockt war. Wir haben es nicht abgesprochen. Nee, haben wir nicht. Genau, wir machen heute K.O.-Kicks, Killer-Kicks, wie man es auch nennen mag. Da bin ich ja Spezialist in den Kicks. Wir fangen mit dem ersten Kick an, und zwar der Klassiker. Backkick-Maschine könnte man schon fast sagen, der Backkick, ganz klar. Ja, Backkick hier, schön auf die Rippe. Ganz wichtig, den Backkick mit der Ferse zu treffen, den kann man auch aus der kurzen Distanz treten. Einmal hier rein, aus der langen Distanz, einmal hier rein. Und wenn man dann noch mit rechts den Backkick macht, trifft man auch sehr schön die Leber. Wichtig dabei ist, man kann den Backkick auch als Angriff benutzen. Als Angriff würde ich mal sagen, ist er nicht ganz so effektiv, weil der Gegner kann zurückgehen, kann ausweichen, dann habe ich eben nicht ganz die Kraft. Ja? Viel effektiver ist dieser Kick als Konter. Das heißt, wenn er gerade vorgeht, einen Kick macht oder einen Jab macht oder sonstiges und dann mit seinem Gewicht reinläuft, pop, genau im Backkick, dann ist aus. Und ihr kennt die Kämpfe von mir. Ich glaube, sogar 80% von meinen Kämpfen durch Backkick beendet. Ja, der zweite Kick auch sehr, sehr effektiv. Ich habe gerade Stichwort Leber schon gebracht. Man muss gar nicht so einen fancy, so einen Drehkick machen, um die Leber effektiv zu erwischen. Es reicht eigentlich ein ganz, ganz leichter Kick zur Leber, wenn er schnell kommt, gerade wenn der Gegner gerade irgendwie am Einatmen ist. Ihr könnt auch ganz normal den Roundkick nehmen. Ja? Ich empfehle euch am besten aus einer Kombination raus, zum Beispiel die klassische Kombination mit Jab Punch und dann schön hier effektiv zur Leber abschließen. Könnt ihr den klassischen Roundkick schön mit Spann machen oder könnt ihr natürlich hier auch schön mit dem Schienbein treffen. Sehr, sehr effektiver Kick. Wenn er schön auf die Leber geht, hat euer Gegner definitiv Probleme. Abschließend von mir noch, diejenigen, die meinen letzten Fight gesehen haben, die wissen, von was ich spreche. Der Fersendrehschlag, natürlich extrem gefährliche Waffe. Vor allem, wenn man mit der Ferse trifft. Hier genau ähnliches Prinzip wie beim Backkick. Man kann ihn nutzen als Angriff, zack, oder man kann ihn vor allem nutzen als Konter. Das heißt, er kommt vor und ich kontere hier mit dem Fersendrehschlag. Dieser tut auch wirklich extrem weh, wenn er die Deckung hat. Also wenn ich ihn wirklich mit der Ferse treffe, dann tut er durch die Deckung auch weh. Ja, vor allem aber, wenn er angreift, bei meinem letzten Gegner hat man das sehr, sehr schön gesehen. Er hat mit dem Roundangriff die Kinn nach oben und ich habe ihn mit der Ferse direkt getroffen. Daran bitte aufpassen, viele machen den Fersendrehschlag technisch dann sauber und treffen dann mit der Fußfläche. Also hier praktisch so, sieht zwar schön aus, ist aber weniger effektiv. Wenn ich dann hier mit der Ferse treffe, wirklich da, tut es natürlich extrem weh, vor allem wenn ich dann noch das Kinn treffe oder es eben, wie gesagt, auch durch die Deckung geht, kann ich einen Knockout auch durchaus durch die Deckung erzielen. Ja, Markus, wir haben noch einen Kick, glaube ich, noch über. Was ist denn? Ja, mein Problem ist, ich weiß keinen richtigen Namen auf den Kick. Wir bezeichnen den Kick immer als Folk-Kick. Folk-Kick heißt er. Ja, wie ist dieser Name zustande gekommen? Ich glaube, das allererste Mal hat der Markus diesen Kick im Sparring gemacht und seitdem heißt er halt eben Folk-Kick, keine Ahnung, aber wir nennen ihn jetzt irgendwie immer so. Ja, was ist der Folk-Kick drauf? Ja, also Leute, hier nur als Anmerkung. Natürlich gibt es mehrere Kicks, die funktionieren und effektiv sein können. Auch so ein Folk-Kick kann zum K.O. führen, ganz klar. Wir haben auch sehr, sehr viele Videos schon über Knockouts gebracht, wie ein Knockout zustande kommt und so weiter. Das sind jetzt nur drei wirklich effektive Kicks gewesen, oder die wir euch gezeigt haben, die man verwenden kann im Kampf. Man kann mit einem Frontkick ein K.O. hauen, man kann mit einem Folk-Kick ein K.O. hauen oder mit einem Low-Kick, ja. Das ist jetzt nur für euch, nehmt es mal als Ansporn im Sparring, da sollten natürlich nicht die Gegner oder Sparringspartner knocken. Wenn ihr es macht, auch nicht schlecht, aber dann lieber natürlich im Wettkampf. Und ja, versucht es einfach mal aus, ist sehr, sehr effektiv. Übt es am Boxsack, an den Pratzen, vielleicht auch an dem Dummy oder an einem Sparringspartner, wenn ihr wollt. Vielleicht auch bei einem Bruder, den ihr nicht gern habt, der euch ärgert. Oder an Schulkameraden, die euch ärgern. Jetzt kommt wieder, ah, Smolik, treibt andere an, Gewalttaten zu verüben. Nein, natürlich nicht. Behandelt euch friedlich, ihr wisst Bescheid. Das war Markus und Michael Smolik. Wenn ihr mehr über friedliche Sachen erfahren wollt, über eure innere Stärke und über Erfolg und so weiter, Buch Kämpfe mit Herz, ihr wisst Bescheid. Schaut unten, ich habe es unten verlinkt. Wir sehen uns in den nächsten Videos. Haut!